Moin, liebe Leute, an diesem wunderschönen Samstag aus der Werkstatt des Altmetalls. Und im Hintergrund seht ihr diesen wunderschönen Motorkran. Ich habe ihn gerade zusammengeschraubt. Made in China. 2 Tonnen Hubkraft. Wenn er ganz eingefahren ist, aus 0,5. Für so einen Unimog-Motor wird es reichen. Und was heißt Motorkran? Wir ruppen den Motor aus Leila raus. Herzstück kommt raus. Muss vorangehen, ne? Muss vorangehen. Ja, ich habe hier so eine Traverse mitbestellt. Die kann man so ein bisschen hin und her kurbeln, um den Motor in Waage zu halten. Beim Unimog ist es immer so ein bisschen eng. Kann sein, dass der Motor ein bisschen angehoben werden muss, um ihn nach vorne rauszuziehen. Getriebe bleibt noch sitzen, wegen den Schubrohren. Ja, mal gucken, ob ich den kürzer einspanne. Das werde ich sehen. Auch diese Laschen zum Anschrauben werde ich nicht brauchen. Ich werde es wahrscheinlich mit Spanngurten machen. Aber hier mit Kettenzügen und Spanngurte den Motor hin und her ruppeln, das ist, glaube ich, nicht so ganz zielführend. Also einmal alles. Ja, Verarbeitung ist halt China. Schweißnähte darf man sich nicht so genau angucken. Aber um einen Motor rauszuruppen, wird es reichen. Da gehe ich von aus. Ja. Das soll ja Frame-Off werden. Das heißt, der Rahmen soll ja komplett auseinander. Komplett. Also muss hier halt auch alles auseinander. Ja. Immer schön Bilder machen, ne? Bilder kosten kein Geld. Dann findet man den ganzen Kram nachher auch wieder zusammen. Mehr oder weniger. Und ja. Wollen wir mal gucken, ob wir das Viech hier rauskriegen, ne? Allzu viel Schrauben werden es nicht sein. Dann werden wir erstmal Schrauben kriegen. A few moments later. 3 hours later. 6 hours later. 2,000 years later. Ich glaube, hier ist die vordere Motorkonsole gerissen. Die haben sie schon mal wie ein Flaschstahl rüber geschweißt. Mal angucken, wenn er raus ist. Dürfte nicht das Problem sein. Aber sowas muss halt gemacht werden, ne? Ja. Sehr gut. Und solange Schrauben rausgehen, ist das auch immer gut. Abreißen wird denkbar ungünstig. Oder wenn sie fressen. Ja.
Na komm. Ah, zu groß, verdammt. So, er wehrt sich ein bisschen. Ich kriege nämlich den vorderen Motorhalter nicht beiseite gedreht. Die haben hier, da, etwas angebraten, weil der unten gerissen ist. Und somit kriege ich den vorderen Halter nicht weggedreht. Ich habe jetzt schon einen Wagenheber unter, das Hauptgetriebe geliftet, so ein bisschen hochgedrückt, dass er vorne schon komplett entlastet. Ja, geht auch schon auseinander, aber man muss ihn ja schon ein bisschen auseinanderziehen. Und ich komme nicht weiter hin, weil er hier sperrt. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich eine Flex nehmen und wird hier dieses Flachmaterial wegsägen. Ja, anders wird schwierig werden. Das muss raus. Das muss raus. Und dann ist das Biest hier auch bald raus. Ja, da hängt da das kleine Wundertriebwerk. Jo, ist ein kleiner Vierzylinder, ne? Geht stramm, echt, geht stramm. Hier, wir können uns das mal angucken. Ich habe es mir selber noch nicht so ganz genau angeguckt. Hier in die Motorhalterung. Ja, auf alle Fälle ist hier unten gerissen. Da muss ich dann bei. Und wenn man die nicht weggedreht kriegt, na, wo seid ihr denn? Hier. Wenn man die nicht weggedreht kriegt, kriegt man den Block so gut wie gar nicht raus. Getriebe kommt neues rein. So, Gimbal hier. Ja, hier ist auch alles gut am Klappern.
ganz schön dreckig, der ganze Kram bleibt nicht aus. Schön. Ja, wieder ein Stück raus und wieder ein Stück, wo man weitermachen kann. Ich warte jetzt hier noch auf den Motorständer, den habe ich vorher noch bestellt, um den ranzukriegen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich ihn befestigen soll. Der Motorständer hat ja so vier so eine Arme, wo er reingreift. Und so funktioniert es nicht. Wahrscheinlich muss er runter, muss er eh, Alter, das ist alles veröl. Das ist auch schon mal... Ja, müssen wir mal gucken. Ob das der Kurbelwellensimmerring ist, dann muss die Wanne halt runter. Das ist so. Das Problem ist nämlich bei mir, wenn ich weiß, dass er läuft und ich lasse den Block zusammen, dann kann ich damit leben. Wenn ich aber irgendwas zerlege und ich weiß, dass es kaputt ist, kann ich das so nicht wieder zusammenbauen. Das kann ich nicht. Ne? Hin und wieder mal was zusammenfuschen. Besonders am D30 ist das eine. Aber wenn er auf dem Motorständer steht und ich habe die Ölwanne los und ich weiß, dass das Ding links und rechts einfach nur rauspisst, dann muss das gemacht werden. Echt. Da kommt es dann nachher nicht drauf an. Ne. Pumpe weiß ich noch nicht, weil der Motor, der läuft halt einfach gut. Ne? Der Motor läuft einfach gut. Ja, dichten. Auseinanderruppen werde ich nicht. Müssen wir sehen. Ich warte jetzt noch auf den Motorständer, dass wir den dann auf den Bock bringen können. Moin, da ist er wieder. Und wie ihr seht, mal wieder ein neues Paket. Hier guckt auch schon die Hälfte raus. Habe ich bei Amazon bestellt. Das ist der Motorständer. Ja, mittlerweile den zweiten, den wir bestellt haben. Auf einem hängt da drüben der Achtzylinder drauf. Den können wir uns die Tage mal angucken. Ich warte noch auf ein Paket von der Riemenscheiben. Und dann werden wir mal rübergehen und uns den mal angucken. Ja, der Motor muss irgendwo hin. Jetzt liegt er irgendwo noch auf dem Boden. Schwungmasse muss noch runter, Kupplung muss runter, sonst kriegen wir den nicht angebaut. Ja, also erstmal wieder Sachen zusammenpacken und zusammenschrauben. Und ich habe gerade mal meine Unterlagen rausgesucht. Bei so einem Projekt, das ist eigentlich vollkommen egal, was ihr schraubt, ob es ein Träger ist, ein Unimog, ein Auto, wie auch immer. Wenn es über den Kleinkram drüber hinausgeht, besorgt euch Unterlagen. Besorgt euch Unterlagen. Beim Unimog ist es Buch und Bild. Setzen dann gar genau, haben alle Exklusivrechte, was die Unterlagen angeht. Mich schreiben öfters Leute an, ja, hier, Werkstatt hat Buch und wo finde ich das denn? Buch und Bild hat nichts mit der Bildzeitung zu tun. Das ist der Verlag für die Unterlagen. Und für den 2010 habe ich hier unter anderem die Ersatzteilliste vom Motor, die Betriebsanleitung oder ja, Bedienungsanleitung, Ersatzteillisten und das Werkstatthandbuch und noch diverses halt, was so rumliegt an Informationen. Man muss halt viel lesen, aber es hilft ungemein. Den 4.6 habe ich das Werkstatthandbuch fast nie gebraucht. Da ging wirklich einiges mit der normalen Bedienungsanleitung. Da sind schon Schaltpläne und Co. drinne. Oh Gott. Aber wenn es so an Motor, Kupplung, Getriebe geht, macht sich immer gut. Ja, Motorständer hat 61 Euro bei Amazon gekostet. Ich werde mal versuchen, hier in dem Video den ganzen Bums, immer wenn es aufploppt, genau wie Motorkran hier oben irgendwo, ich weiß mal kurz gucken, hier irgendwo, müssten dann die Links irgendwie sein. Ja, und für 61 Euro kann man es nicht selber bauen. Es geht nicht. Außer dem Motorkran. Ja, man hat sich immer einen geliehen. Auch früher schon, wo ich noch Autos geschraubt habe. Es muss irgendwie mal selber auf dem Hof. Denn wenn wir den Achtzylinder umhängen. Ja, das ist was Eigenes. Immer gut. Und ob der Kram rot oder orange oder schwarz ist. Es ist eh alles aus der gleichen Bude. Da kann man von ausgehen. Ja. So, ist alles da, ich denke, ne?
Der kann ja auch nicht viel. Das ist ein Dreirad, glaube ich. Müsste drei Räder haben. Mal gleich mal gucken. Und dann hängt man hier einfach den Motor ran. Hier ist so eine Platte. Da kann man hier ranschrauben, verstellen in alle Richtungen und schraubt dann da seinen Motor oder Getriebe oder was auch immer ran. Eigentlich haben wir davon drei. Ich habe noch einen oben im Ludolfischen Raum liegen. Den habe ich aber mal umgebaut und umgeschweißt mit so einem kleinen Kran dran, ne, wo ich meine Radportale damals rausgehoben habe. Das ging damals einfach einfacher. So, haben wir hier ein paar Räder wahrscheinlich, ne? Ja. Genau, Laufrollen. Das ist doch ein Vierrad. Hinten zwei, vorne zwei. Ich denke mal ein bisschen schmaler. Und vielleicht werde ich den noch mal ein bisschen optimieren, dass unten noch mal eine Platte reinkommt für eine Ölauffangwanne oder so. Ja, ich werde den mal kurz montieren. Und dann werden wir mal gucken, dass wir den Motor daran kriegen. Und ich hoffe, dass ich die passenden Schrauben habe. Bei metrisch ist er fast nicht verbaut. Ist alles Feingewinde. Und man will die originalen Schrauben nicht versauen. Da muss ich mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ja, erstmal Motorständer zusammenbauen. Schön, ne? Ja, Motorständer zusammen. Wie gesagt, für 61 Euro, ne? Brauchst du da nicht mal anfangen, das zu bauen. Einige Schrauber bauen sich ja so eine Art Montagebock zusammen, wo der Motor raufkommt, um ihn auch laufen lassen zu können. Das ist natürlich noch geiler. Hier kannst du ihn aber drauf drehen. Ja, das hat immer alles Vor- und Nachteile. Ich werde den alten Kavenzmann hier jetzt mal aus der Ecke zerren. Und dann werden wir mal die Schwungmasse und die Kupplung runternehmen, um den Motor auf den Bock zu kriegen. Weil dann kann ich den Kran noch zusammenklappen, um den in die Ecke zu verfrachten. Deswegen habe ich auch einen mit 6 Rollen genommen. Es gibt ja diesen Motorkran mit 4 Rollen und mit 6 Rollen. Die Variante ist halt ein bisschen teurer, denn man kann ihn hochklappen und hat ein ganz kleines Baumaß. Der wird eingeschoben, wird nach unten gelassen, die Füße klappt man hoch und dann ist das Ding 1/2 Meter groß. Und ja, Platz ist halt immer der Faktor, der begrenzt. Von daher die Variante groß. So sieht das Ganze jetzt aus. Ne, das ist der nackte Motor, der getrennt ist vom Getriebe und von der Glocke. Die Glocke hängt da noch. Das ist das Biest hier. Hier ist auch nicht allzu viel drin. Hier ist das am Getriebe angeflanscht. Die hängt auch nur lose drinne. Und die könnte ich wahrscheinlich auch so demontieren. Hier hängt das Ausrücklager drin. Ausrücklager gucken wir uns mal kurz an. Ich hole mal Licht. Bei den alten Fahrzeugen ist immer noch ein Graphitring drin. Die heutigen Ausrücklager, ich weiß gar nicht, wie die ganz modern sind, aber so, ich sag mal, Golf und Polo und so von früher, die haben schon ein richtiges Lager gehabt. Die alten Fahrzeuge haben hier so einen Graphitring drin, ne? Der dreht sich halt auch nicht mit, der ist steif. Und ja, es wird jetzt einen Zuschauer geben, der sagt, René, muss da drin rumbohren. Ist immer so der Trend, also bei kleinen Treckern, wenn es bergab geht, die Kupplung zu treten, dass der halt durch die Masse schneller wird. Und wenn man dann die Kupplung wieder kommen lässt und man macht das so ein bisschen unbedacht, dann kriegt dieser Graphitring so einen vom Kopf gekloppt, dass das Ding wahrscheinlich brechen kann.
zerbröselt. Hatten wir letztes Jahr erst, dass dieser Graphitring gebrochen ist beim Deutz. Das war so ein bisschen selbstgemachtes Leiden. Der sieht noch richtig gut aus. Vielleicht ist das auch noch ein Originalteil. Und wenn es gut ist, dann bleibt es halt auch drin, ne? Ja. Ja. Dann wieder zum Motor. Bei Mercedes ist natürlich nicht alles so, es gibt nie eine richtig plausible Aussage. Und das ist hier zum Beispiel OT. Ne? Was ist OT? OT ist oberer Totpunkt, wenn die Kolben komplett oben sind, oder UT, der untere Totpunkt. Wo ist meine OT-Markierung? Die meisten haben sie auf der Riemenscheibe. Da muss ich gleich mal hier den Gurt ein bisschen wegmachen. Den sehe ich jetzt nicht. Ne? Hier ist ein, da ist ein Pfeil. Also muss die Riemenscheibe auch eine Markierung haben. Und dann wissen wir, wo ist OT. Wenn vorne keine drauf ist, es gibt wohl 636er Motoren, wo vorne keine OT-Markierung ist, dann ist sie hinten auf der Schwungmasse drauf. Wenn ich die Schwungmasse runternehme, habe ich kein OT mehr. Das muss man sich natürlich alles so ein bisschen im Vorfeld markieren, angucken, ein paar Bilder machen, wie hat der ganze Krempel gesessen. Wenn ich hier sowas noch auseinanderreiße, ne, auseinander geht immer ganz schnell, Schlagschrauber, rups, 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 ist das auseinander. Und wenn man es dann später wieder montieren will, dann weiß man nicht, wohin mit den Schrauben. Deswegen besorgt euch Unterlagen, Bücher und macht euch Bilder und guckt, wo ist OT. Ich habe hier vorne auf der Riemenscheibe sind Markierungen drauf. Ne? Hier sind ganz kleine Kerben drin. Und da sind auch noch drei. Und auf der Schwungmasse steht es hier auch nochmal drauf. Ne? Hier steht es auch nochmal drauf. Hier OT. Ne? Macht euch da ein paar Bilder von. Dann wisst ihr, wie der ganze Krempel eingebaut werden muss. Oder markiert euch das noch. Ne? Nehmt irgendwie eine Reißnadel oder einen Lackstift und macht euch hier irgendwelche Markierungen auf. Oder irgendwelche Bezugspunkte. Ne? Wenn das ganze Ding nachher komplett zerlegt ist und ihr wisst nicht mehr, wie es hin muss. Das ist ganz schlecht. Wirklich ganz schlecht. Guck mal, hier ist Förderbeginn. Ne? FB, OT, steht alles drauf. Das ist richtig gut. Und ja, ich werde mal kurz, Schlagschrauber los, würde ich sagen. Ne? Ich markiere das eben nochmal kurz, mache ein paar Bilder und dann geht's los. Hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man die so ein bisschen mit Vernunft und Bedacht losmacht, besonders bei der Montage. Wenn man die nämlich an einer Seite gleich anknallen würde, wird man hier alles verbiegen und dann ist kaputt. Deswegen alles ein bisschen mit Bedacht und dann kann man das ganze Paket so auseinandernehmen. Kann man sich jetzt angucken, nicht verdrehen. Und dann kann man den ganzen Kram bewerten. Ja. Hier sind kleine Sicherungsbleche drin. Die macht man mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig auf. Auch hier ist die Markierung 00 zur Kurbelwelle, dass es nachher genauso wieder reinkommt, wie es aktuell sitzt. Im Schraubendreher kann man das so damit verschärfen, kleinen Meißel, macht man das einfach ein bisschen auf. Und mit dem Dorn macht man so ein bisschen gerade, so dass wir die Nuss da rankriegen.
Ey, da wurde schon einiges gemacht, ne? Ehrlich, also Wahnsinn. Bin da schon wieder so ein bisschen begeistert, ne? Also natürlich ist das hier ölig, klar. Der Anlasser, die Verzahnung, die sieht echt noch brauchbar aus. Ist echt gut. Normalerweise lutschen die hier richtig aus, ne? Das ist normal, er dreht ja raus. Ich versuche das hier mal mit einer Hand. Ein Anlasser, der dreht ja raus. So, der kommt nach vorne. Durch die Geschwindigkeit über eine Feder zieht er nach außen. So. Dann treibt er das große Zahnrad an, hier von der Schwungmasse. Das. Und wenn der Motor dann läuft und man hört auf zu zünden, ist der Anlasser wieder weg. Und hier lutscht er halt auch aus. Hier klappert der oder die Zahnräder sind komplett verschlissen und dann irgendwann greift er nicht mehr. Dann haben wir hier die Kurbelwelle mit einer Stopfbuchse drin. Das ist auch so typisch Oldtimer, dass hier eine Stopfbuchse drin ist. Hier sind keine Wellendichtringe drin, sondern eine Stopfbuchse. Und das Öl, was wir hier sehen, das kommt nicht von der Kurbelwelle, sondern hier oben aus diesem Stopfen. Und das ist gut. Denn wenn hier das Öl rauskommt, nimmt man den Stopfen raus, dichtet den neu ein, dann ist er schick. Und man muss die Kurbelwelle nicht rausnehmen, denn das habe ich nicht vor. Der Motor läuft einfach zu gut, um ihn auseinanderzunehmen. Genauso wie der Kopf, der ist dicht, der hat Leistung. Also den Motor, die Ölwanne mache ich ab, um die Ölwanne zu dichten. Das werden wir uns noch mal vorne angucken. Also ich bin bislang super begeistert, ne? Da ist schon wesentlich Schlimmeres gesehen. Dann wollen wir das Biest mal anschrauben hier, wa? So. Es ist sogar metrisches Gewinde, das ist schön. Das heißt normal M10. Ich habe gerade mal Schrauben rausgesucht. Und der Schrauber hält nur einmal D, ne? Also ihr müsst die Gewinde jetzt nicht bis Gärtner durchschrauben. Ob ihr eine 10er Schraube 10 mm reinschraubt oder 30, wenn das Gewinde okay ist, ne, das ist natürlich die Voraussetzung des Gewindes heile, dann ist es egal, eine Schraube hält nur einmal Durchmesser. Alles andere, was ihr da reinschraubt, ist für die Katz. Ja, so, was ist denn das am einfachsten jetzt hier? Den Krempel da mal hinschieben. So. Ich hoffe, der Anlasser ist nicht im Weg. Das wäre jetzt nämlich gerade denkbar ungünstig, weil der Gurt da dran hängt. Sonst müsste ich den noch mal umschlopfen. Das ist doch fein, oder? Das ist doch fein. Da hängt es, das Triebwerk. Herzstück ist offiziell raus. Raus ist immer erst, wenn es vernünftig gelagert ist. Irgendwo in der Ecke schmeißen ist wohl auch raus, aber irgendwie nicht so richtig geil raus. Ja, wollen wir das Biest hier mal
zusammenklappen hier. So. Aber schon kompakt, ne? Das ist schon kompakt. Ja. So. Hier noch mal einen Deckel runter. Leute, der Motor, das wird so eine günstige Nummer. Ich glaube, das habe ich ganz oft gesagt in den Videos. Fahrgestell, Motor wird gut. Für so einen 636er Motor, wenn du den überholst, kannst du mittlerweile auch 5000 Euro einplanen. Die kannst du mittlerweile in so einen kleinen Vierzylinder reinprügeln. Ich habe mir gerade mal angeguckt. Also es gibt Bereiche, die habe ich gekerchert. Und es gibt Bereiche, die habe ich abgespült. Und hier so in den hintere Riemscheibe, in den Kurbeltrieb und so, da war ich nicht wirklich drin. Ne? Ich glaube, ich nehme hier nicht mal die Ölwanne ab. Echt. Wir gucken uns das gleich mal an. Wie gesagt, bei mir ist das ja alles 1:1. Man kann also nichts verstecken, weil ich wirklich alles zeige. Und ich glaube, da werden wir uns wahrscheinlich gleich einig sein, dass manche Dinge einfach nicht gemacht werden müssen. Der Motor ist tipptopp, wirklich. Tipptopp, jetzt fange ich ja schon genauso an. Nein, er ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Ja, so Deckeldichtung und so, das muss natürlich alles neu, das ist klar, das ist selbstredend. Hier haben wir jetzt die Kipphebel und die Stößelstangen. Und wenn das alles verschlissen ist, dann wäre das hier alles schon ausgelotscht. Ne? Manche sind natürlich entlastet. Manche stehen natürlich unter Druck. Das ist natürlich klar, aber sonst würden ja alle vier Ventile oder alle vier Zylinder gleichzeitig angesteuert werden. Und die hier, die müssen sich ganz leicht drehen lassen. Also nicht leicht, klepperlich, also mit so einem gesunden Widerstand. Und wenn die ausgeschlagen sind, dann kann man die hier oben in den Kugeln schon hin und her klappern. Das ist alles passig. Da ist nichts am Klappern, kein Spiel drin, richtig gesund. Kipphebelwelle, wenn die ausgeschlagen ist, hier so kleine Messinghülsen sind hier unter, dann kann man die hin und her bewegen, dann kann man sie verdrehen. Na, das hier ist das Ventilspiel, dieses hier, aber seitlich darf man sie nicht bewegen können. Das ist alles stramm, alles stramm. Gott, bin ich glücklich, ey. Echt. Gott, ich freue mich, ey. Echt, so schön, so viel Geld gespart. Deckel und Co. wird alles gereinigt, wird geschliffen, geputzt und dann wird es lackiert. Dichtung bestelle ich vom Deckel hier und deswegen habe ich auch noch keinen Motorsatz oder Co. bestellt, weil es ja gar nicht klar war, was muss wirklich gemacht werden. Aber das hier, ne? Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Wahrscheinlich werden manche Stimmen sagen, ja, nee, also wenn der Motor auf dem, da musst du jetzt alles machen. Nein, greife nicht in ein laufendes System. Und dieses System hier läuft so gut, dass es keinerlei Handlung bedarf. Nee. Mm-mm. Muss eh nicht mehr arbeiten. Du musst ja nichts mehr machen, die Biester. Du musst ein bisschen durch die Gegend fahren. Ein bisschen spielen. Ja. Sehr geil. Sehr geil. Echt. Ich freue mich. Ja. Was werden wir am Motor machen? Jetzt wird natürlich die Frage kommen, René, was willst du an diesem Motor überhaupt machen? Ja, was soll ich da dran machen? Den Adapter werde ich rausnehmen. Den werde ich einmal zerlegen, überholen, durchgucken. Vielleicht die Boxen habe ich nämlich schon bestellt, die Boxen neu machen, wo er drin gelagert ist, wenn es nötig ist, auch hinten am Rotor, das heißt das Innenleben raus, das ist der Rotor, das ist der Stator, einmal durchkratzen, sauber machen, wieder zusammenbauen, den ganzen Pole hier mit neu machen, hier kommen auch neue Messingschrauben wieder rauf, alles ein bisschen schicki machen. Entlüftung, wird alles lackiert, kommt einmal ab, einmal reingucken, Froschstopfen sind alle dicht. Das wurde alles schon mal gemacht oder der Motor ist halt einfach neu. Wahrscheinlich
AT-Maschine und wurde nie irgendwie gequält. Steuerdeckel lasse ich dran. Kurbelwelle brauche ich nicht aufmachen, das ist trocken. Und warum soll man irgendwas machen, wenn es läuft? Ne? Der schraubt nicht, der läuft wirklich gut. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwie einen Motor habe von dem Motor. Ein Video von dem Motorlauf, wo ich ihn gefahren bin. Das würde ich jetzt mal einspielen. Kamerasound ist natürlich eine Katastrophe. Das war auch alles ein bisschen improvisiert. Also ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht. Ich werde es erstmal beiseite schieben. Seitendeckel mache ich auf. Da werde ich reingucken. Der soll verschlammen. Der wird einmal sauber gemacht. Krümmer kommt runter, wird gereinigt, wird Hitzeschutz schwarz lackiert. Ob ich da Hitzeschutzband dran wickele, weiß ich noch nicht. Den Hitzeschutzband bindet Feuchtigkeit, dann fängt das Ding an zu gammeln. Deswegen werde ich ihn wahrscheinlich nur schwarz lackieren mit Hitzeschutz. Ja, und ich glaube, ansonsten wird an dem Ding nur optisch einiges passieren. Vielleicht überall mal reingucken, sauber machen, hier Ölpumpe und Co. Aber ich glaube, der Rest bedarf wirklich nichts, ey. Nee, ich habe jetzt ein bisschen was erwartet, aber so gar nichts. Gar nichts ist gut. Bislang hat das ja alles ganz gut funktioniert, ne? Muss man schon sagen, ey. Echt. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Ja. Und dass der Motor fit ist, ne? Das spart so viel Geld. Echt. Also Motor überholen. Wir sehen das da drüben am Achtzylinder von Vattern. Ja, 8 neue Kolben. Block bohren, schleifen, waschen, Köpfe fräsen, einschleifen, abdrücken, waschen, alles. Da geht ein Tausender nach dem anderen ins Land. Motorgetriebe kostet unglaublich viel Geld. Ja, freut mich. Das freut mich echt. Getriebe liegt, wie gesagt, noch am Bodensee. Das habe ich gekauft von Leo. Sind hier unterschiedlich lang, die Viecher hier? Da muss ich, okay, dann lasse ich die jetzt erstmal dran stechen. Ja, das habe ich gekauft, 411, synchronisiert. Das möchte ich ganz gerne umbauen, hier mit dem Schaltdeckel vom 2010 hier. Der Nebenantrieb muss ran, habe ich liegen. Mal gucken. Dass noch alles passt. Ja, auf alle Fälle kommt synchronisiertes Getriebe rein. Auch da streiten sich natürlich die Geister. Ja, warum synchronisiert? Das ist doch unsynchronisiert, ist das alles viel geiler. Aber wenn es dann mal zum Treffen geht, hier im Kreis, und meine Frau da mal mitfährt, dann ist das, glaube ich, angenehmer, wenn es synchronisiert ist. Jetzt sieht man gerade erstmal wieder eine ganze Menge. Wer die Pritschels runter und Verdeckgestänge runter und die Reifen runter, das Ding wird hier auf dem Bock stehen. Ja, ist nicht mehr viel dran. Jetzt hängt ja nur das Getriebe drin. Da muss ich mal gucken, wann ich das rausnehme. Ich sag mal so ein bisschen eine Platzsache hier.
Wenn es rauskommt, die beiden Schubrohre losmachen. Ne, hier, da wo die Manschette ist, die Schubrohre los von hinten. Dann müssen wir am Unimog die Achsen für los. Das heißt, dass das Ding nur noch eine Federn hängt. In die beiden Zugstreben müssen dann los. Dann muss man die Achsen bis nach vorne ziehen, nach vorne und nach hinten gurten. Dann kriegt man hier nämlich die Schubrohre los am Getriebe. Da stützt der Unimog sich nämlich drauf ab. Und dann kommen die Achsen runter, Getriebe raus, Pritsche runter, den ganzen Krempel hier runter. Und dann kann der Rahmen zum Strahlen. Ein bisschen was muss ich noch nacharbeiten. Hier diesen Motorhalter zum Beispiel. Der hat hier vorne, ist ja gebrochen, deswegen haben sie hier eine Strebe eingeschweißt. Die habe ich jetzt hier rausgeschnitten. Das werde ich dann nochmal vernünftig machen. Vielleicht schraubbar, mal gucken. Die Buchsen müssen neu hier. Ja, Zugstreben, Pannabstab, den ganzen Kram, das muss alles neu gebuchst und gelagert werden. Es kommt natürlich alles neu. Auch das hier. Diese ganzen Lagerungen hier, die kommt alle neu. Raus muss es eh. Rahmen wird gestrahlt. Rahmen wird in manchen Ecken konserviert mit Rostumwandler. Ne, da, wo halt immer akute Stellen sind. Dann wird er nachher grundiert. Und dann wird er lackiert mit Branto Chassis-Lack in 9005 Seidenglanz. Ich war da noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Massenglanz, Massenseidenglanz. Rahmen werde ich Seidenglanz machen. Einfach aus dem Grund, man kann es einfach mal nachlackieren. Wenn mal irgendwas ist, machst du es mit 2K, musst du anschleifen. Die Achsen werde ich mit der Flex konventionell reinigen, mit dem Drahtzopf. Sieht alles wild aus, ist es aber gar nicht. Das ist hier durch den Heißwasserkercher. Sind die Lackschichten runtergekommen. Hier vorne Kreuzgelenke, es scheinen original zu sein. Aber die Achsschenkel, die müssen mal reingekommen sein vom, keine Ahnung, 4-4 oder so. Das wurde auf alle Fälle gemacht. Und da reicht reinigen, bürsten und die Gehäuse mache ich mit der Flex sauber. Ja, Achsenstrahlen halte ich persönlich nicht viel von. Machen viele, ist gang und gäbe. Ich mache es mit der Flex. Richtig gut was geschafft in dem Teil, finde ich jedenfalls. Ich sag mal, Motor raus, Motor auf den Ständer gebracht. Das ist schon verdammt gut. Die einen oder anderen haben das bei Insta schon vor einiger Zeit gesehen. Den Motor habe ich jetzt nicht erst gestern ausgebaut. Den Teil habe ich so ein bisschen, ja, für in einem Zug. Ich wollte diesen Teil wirklich in einem Zug haben. Motor raus, begutachten, auf den Ständer bringen, dass man wirklich den 636er Demontage in einem Video hat und die Beurteilung. Ja, wie gesagt, Bücher für alle, die irgendwas restaurieren. Die Betriebs- oder Bedienungsanleitung hilft immer schon sehr viel. Wie gesagt, es ist keine Werbung für Buch und Bild oder für irgendwas anderes. Das ist bei mir halt alles offen. Foren helfen mal ganz viel. Sehr viel. Dort bei Foren ist immer das Problem. 10 Leute, 20 Meinungen. Und davon sind 500% korrekt und der Rest schlängelt sich da durch. Bei mir sind es keine Anleitungen, ne? Das ist mein Vlog. Und wenn im Werkstatthandbuch steht, lösen Sie die oberste Schraube und nicht die seitliche und ich mache die seitliche und die oberen, das ist mein Problem und nicht das, was im Buch steht. Deswegen immer Unterlagen. Ne? Bedienungsanleitung hilft schon weiter. Also da ist von Elektrik, ne, sowas hier, ist da halt immer drin, da sind schon Drehmomente, Öle, Einstellwerte drin, wie man eine Kupplung einstellt, wie man Ventile einstellt. Ne? Das ist immer das billigste Dokument, was man sich kaufen kann. Und das hilft. Selbst beim 4.6, damit habe ich ihn zusammengebaut. Werkstatthandbuch habe ich wirklich sehr, sehr selten gebraucht. Sehr selten. Und da, wo ich es gebraucht habe, waren Druckfehler drin. Achsschenkelbolzen damals gemacht, habe sie vorher nicht gemessen, weil die komplett verschlissen waren. Komplett verschlissen, haben wir uns mal angeguckt aus der Kiste. Und da ist ein Wert als Zahlendreher drin. Ich habe es eingeschweißt, habe die Achsschenkel da nicht mehr rangekriegt. Auch im Werkstatthandbuch sind Fehler drin. Ja, schön. Das war der Teil zur Motordemontage. Und ich bin glücklich, weil es günstig wird und einfach. Ich mag Schrauben, ich mag Geld investieren, ich mag neue Teile. Wenn das mal gut ist, dann freue ich mich auch. In dem Sinne, Leute, wir sehen uns nächste Woche am Mittwoch und es geht immer weiter. Danke fürs Gucken.
gerne abonnieren, gerne die Glocke anmachen, der Nachbarin erzählen und alles, was ihr möchtet. Leute, ich melde mich ab. Ciao.